Guten Morgen. Carlito Cavoya meldet sich aus der Covid-19-Zeit. Keine lustige Zeit, keine schöne Zeit, aber wir verbessern uns und der Pfeil geht nach unten. Lange nichts von mir gehört, das stimmt. War sehr viel beschäftigt, habe viel Arbeit gehabt, meinen Garten aufzufrischen, mein Biotop gemacht und heute will ich euch einfach zeigen: Kartoffelknödel mit einem Schweinsbraten mit einer wunderbaren Kruste oben, werde ich euch dann verraten, wie es geht. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen 2 Kilo Kartoffeln, wir brauchen Kartoffelstärke und Step by Step werde ich euch wie immer alles gut erklären. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie gesagt, ich entschuldige mich dafür, ich habe lange nichts von mir hören lassen. Danke, wir sind schon bei 174 Abonnenten, dafür bedanke ich mich. Und ja, starten wir los. Ich habe schon angefangen mit den Kartoffeln zu schälen. Wie gesagt, 2 Kilo. Und wie es dann weitergeht, verrate ich euch. Also, ich bin froh, wieder da zu sein. Bereitet euch vor. Ich freue mich auf euch, wenn ihr mir wieder zuschaut. Bis gleich. Also, wir schälen und einmal 2 Kilo Kartoffeln. Dann tun wir die gut waschen und geben die in den Schnellkochtopfer. Wird uns vierteln und im Schnellkochtopfer 10 Minuten, dass schön weich sind. Was ihr benötigt, ist eine Kartoffelpresse, weil wir drücken den Kartoffel dann durch eine Kartoffelpresse das Ganze warm und dann kommt auch schon die Kartoffelstärke dazu. Und wie gesagt, ein paar, hoppala, der ist weg, und ein paar Kleinigkeiten, die verrate ich euch dann. Beim Schweinsbraten ist es ein Tipp von mir. Er hat eine Fettkruste oben und ich gebe den Schweinsbraten die ersten 20 bis 25 Minuten in ein Wasserbad mit der Schwatte. Lege ich ihn nach unten. Danach drehe ich ihn um. Und dann wird die Schwatte nämlich richtig knusprig, wie man es gewohnt ist vom Heurigen. Und das zeige ich euch gleich. So, Kartoffeln gewaschen. Wir vierteln. Und mit ein bisschen Wasser kommt es dann in den Schnellkochtopf für 15 Minuten circa. Und danach, wie gesagt, braucht es eine Kartoffelpresse und eine Kartoffelstärke kommt dann rein. Kein Salz, dabei noch nicht, das kommt dann erst später. Und so geht's weiter. Haben wir es jetzt geschnitten, wir haben es geviertelt, jetzt kommt ein bisschen Wasser dazu und dann tun wir es 10 Minuten am Schmitten-Schnellkochtopf weichdünsten und dann brauchen wir die Kartoffelpresse. Wir lassen es nicht lange auskühlen, wir drücken es dann gleich in eine große Form und dann kommt auch schon die Kartoffelstärke und Grieß dazu. Wie viel erkläre ich euch dann weiter im Video. Ansonsten starten wir, also in der Zwischenzeit, wo das dann da hinten auf der Flamme dann steht, wird gleich zugemacht, bereiten wir dann schon den Schweinsbraten vor in dieser Tasse. Da kommen 2 cm Wasser rein, circa. Und da lassen wir dann 25 bis 30 Minuten bei 220 Grad einmal vorheizen ordentlich. Und dann drehen wir um. Und dann beginnt die Kruste auch wirklich schön braun zu werden. Das zeige ich euch dann und schön knusprig zu werden. Also viel Spaß beim Nachmachen. Ich zeige euch dann Step by Step, wie es weitergeht. Ich habe jetzt auf 9 gestellt, damit das alles wunderbar funktioniert. Da setzt dann schon unseren Schweinsbraten. Oben die Speckschwarte, die habe ich gerade gespickt mit einem sehr scharfen Messer. Und diese Seite lasse ich immer zu. Das stabilisiert die Speckschwarte oben. Und jetzt drehe ich ihn dann einfach um mit 1 cm Wasser. Spicken deswegen. Die Schweinsbraten sind meistens vorgeschnitten und aber nicht ganz durchgeschnitten und ich hätte dann gern, ich beim Servieren oder beim Aufschneiden tue ich mir leichter, wenn dann die Schwarte schön durchgeschnitten ist, deswegen so. Jetzt gebe ich ja Wasser drauf, wie gesagt, und 25 Minuten gehen wir dann bei 220, 225 Grad für gute 25 Minuten in den Ofen und dann drehen wir um und dann können wir hochdrehen auf 230 Grad. Dann bleibt es aber auch drinnen 1,5 Stunden circa. So, bis gleich. So, jetzt sieht man, ich habe da genügend Wasser drinnen. Und jetzt sagen wir ganz einfach Adios. Dann schieben wir ihn rein bei, ich habe jetzt auf 230 eingestellt. Und hier blubbert schon fleißig der Kartoffel im Wasser. Gut, das war's dabei. Und jetzt kannst du durchatmen, ein Bierli aufmachen oder ein Glas Wein einschenken.
Bis. Meine Kartoffelpresse. Ist eine traditionelle, schon ein bisschen eine ältere, aber tipptopp. Da kommt dann der Kartoffelstampf rein. Mit, wie gesagt, Salz, Grieß und Kartoffelstärke, die ich jetzt rausnehme. Wir brauchen hier noch gute 7 Minuten. Und den Rest habe ich. Wir können kurz mal zum Fleisch schauen. Das lassen wir noch drinnen, gute 7 Minuten oder 8 Minuten. Dann hätten wir das erledigt. Dann drehen wir ihm schon um. So, wir sind noch immer bei 230 Grad, also absolut kein Stress. Schweinsbraten kochen ist immer mit Zeit verbracht. Die Kartoffel oder wie ich sie nenne, die Gummiknödel, sind eine Spezialität. Und ja, ich habe lange gebraucht, bis ich sie so hinbekommen habe. Und ein kleines Geheimnis von mir ist immer das Mischungsverhältnis zwischen Kartoffelstärke und Grieß und Salz und den Rest. Und ja, in diesem Video wird es nicht verraten. Private Anfragen gerne, aber wird nicht öffentlich gemacht. So, jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt lassen wir den Schnellkochtopf abkühlen. In der Zwischenzeit sind auch die 25 Minuten vorbei und wir drehen das Fleisch um auf die andere Seite. Ah, schaut super aus, schaut sehr toll. Schön so, aufgeregt. Wir haben schon hergerichtet einen Grieß, also ist eigentlich schon drin. Das ist die Geheimrezeptur, ich zeige sie nur kurz her. Da ist dann die Kartoffelstärke. Und das ist genau das Mischungsverhältnis, das wir brauchen für 2 Kilo Kartoffeln. So, da müssen wir jetzt dann noch warten, bis der wird schon lockerer, aber es dauert noch ein bisschen. In der Zwischenzeit beim Fleisch machen wir mal auf und schauen mal. Ja, schaut gut aus. So, das wird was. Das, wie gesagt, dauert halt und dann geht schon ans Kartoffelmachen. So, meine Freunde, jetzt, man sieht es schön rauchen, die Kartoffeln kommen in die Kartoffelpresse. So. Das wird jetzt mit allen Kartoffeln gemacht. Ach, herrlich. Jawohl, ist mir noch reingefallen. So, da laufen wir die ganzen Kartoffeln und dann kommt der Grieß dazu und die Kartoffelstärke wird schön vermengt und dann wird schon die Knödel geformt. Also, weiter geht's. So, der Großteil wäre jetzt schon erledigt. Jetzt kommt die Stärke. Ich versuche das umzudrehen. Sekunde. Kann man nicht. So. Ein ganzes Sackerl übrigens und da rein die Grießmischung und auch rein. Ein guter Tipp von mir: Die Kartoffeln sind so schweineheiß, dass man sich die Finger verbrennt beim Knödel machen. Deswegen ein bisschen abkühlen lassen und ein bisschen die Kartoffelstärke untermischen. Ein zweiter Tipp, den ich euch geben kann, ist: Wascht die ganzen Sachen gleich ab, weil wenn Kartoffel eintrocknet, kriegt sie das fast nicht mehr weg. Da habe ich mir schon hergerichtet, da kommen die Knödel rein und ja, wie man Knödel macht, wird jeder wissen. Wasser zum Kochen bringen und 10 Minuten werden Kartoffelknödel im Wasser dann gebadet. Das zeige ich euch aber auch, also keine Sorge, jetzt geht es ans Knödel machen. So, wie gesagt, das ist sehr heiß, deswegen nehme ich mir immer eine Gabel und tue mal die Stärke und den Grieß verrühren, bevor wir ans Knödel machen gehen, schön umrühren
ein Tipp von mir. Ich beachte es immer neben einem Waschbecken, weil die Kartoffeln so heiß sind, dass ich mir die Finger dann immer oder die Hände dann immer kalt abspülen kann. So, und jetzt probieren wir das Ganze aus mit dem Risiko, dass wir sie die Finger verbrennen. Das raucht schon sehr, ich muss mal kurz die Hand kalt machen. So, man hört es vielleicht im Hintergrund, das ist schönes kaltes Wasser. So, dann nehmen wir Handvoll. Dann geht's schon los. Und schon wunderbare Knödeln. Ja, das haben wir noch schön vermengen müssen. Das hat noch nicht ganz funktioniert. So. Wie gesagt, sehr heiß. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, damit man sich die Finger nicht verbrennt. So. Schön vermengen. Puh, das ist sehr heiß. Der Vorteil ist aber, wenn es heiß ist, dass das wirklich ganz flaumige Knödel werden. Ah, herrlich, schon sensationell. Sensationell, jetzt geht es auch schon mit den Händen, die gewöhnen sich an die Hitze. Ah, super. Da muss ich was aushalten auch. Ah, super, genial. So, na. Da kann man ruhig die ganze Kraft oder den ganzen Haus von der Kurzarbeit einlegen, wie man möchte. Ah, super. So. Ja, die Masse ist gut. Da kann man schon super Knödel formen. So. Aus der Masse heraus, aus dem Kneten, in der warmen Masse. Da macht dann wunderschöne Kartoffelknödelformen. So. Jetzt zeige ich euch natürlich nicht, wie man die ganze Zeit Knödel macht. Das könnt ihr schon selber machen. Und danach kommen die in ein Wasser. Bad für 15 Minuten, 10, 15 Minuten. Also viel Spaß. So, in meinem Fall sind es 17 geworden. Jetzt könnt ihr euch schon einen Topf herrichten mit Wasser, Wasser zum Kochen bringen und die Knödeln werden dann für 10 Minuten gekocht. Ich schaue einen Sprung. Ah, herrlich, schau. Das wird schon schön knusprig. Sensationell. So, das Wasser bringen wir jetzt zum Kochen. Ich habe auch noch hier als kleiner geschmacklicher Tipp ein bisschen einen Knoblauch draufgegeben. Das wirkt geschmacklich fantastisch. Und dann können wir die Knödeln dann schon reingeben, wenn es Wasser kocht, für 10 bis 15 Minuten. Ja, Burschen, das war's dann eigentlich. Ich zeige euch dann noch. Also ist die Speckschwarte oben auch schon recht knusprig. Wie gesagt, den Knoblauch haben wir drauf gegeben als geschmacklicher Höhepunkt oder geschmacklicher Orgasmus. Sonst kann ich euch nichts Neues berichten, außer es regnet, das Wetter ist arsch und ich kann euch meinen Feigenbaum zeigen, aber das Wetter haut niemanden um. Dadurch habe ich ein herbstliches Essen heute gemacht. Ja, zeige euch dann noch, wie es ausgeht. Knödeln zeige ich euch auch, wie sie schwimmen im Wasser. Und solltet ihr meiner neuen Hütte, Mütze, ihr könnt mir ein bisschen Feedback geben. So, wie geht's euch? Wie geht's euch in der Covid-19
Was tut sie? Meine 174 Abonnenten könnten auch locker 200 werden und mit mir ein bisschen kommunizieren. Ich würde mich freuen. Bis dann, lasst es euch gut schmecken. Ciao, ciao, Carlito. So, ab jetzt geht's los, 10 Minuten, dann haben wir es geschafft. Oder 10, vielleicht legen wir noch ein paar Minuten drauf. Schweinsbraten schaut Bombe aus. Ja, meine Freunde, dann heißt es nur noch servieren und essen. Mahlzeit, euer Carlito. So, meine Freunde, Fluffy ist schon da. Jetzt holen wir dieses wunderbare Teil. Ah, ein Traum. Nehmen wir raus, servieren, schneiden mit einem super Messer. Und ich zeige euch, wie der Teller ausschaut. Und ich wünsche euch einen guten Appetit, euer Carlito Geboya. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder da bin. Applaus und unten bitte in der Chronik. Oder da unten kann man Kommentare nicht nur schneiden, sondern eine schreiben. Also freue ich mich. Mucho besos, Carlito Geboya. So, aber jetzt. Wunderbaren Appetit.